Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die neuen gepanzerten Fahrzeuge verfügen über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Schutz, Mobilität und Feuerkraft. Sie verfügen über fortschrittliche Panzermaterialien, reaktive Schutzsysteme und aktive Verteidigungsmaßnahmen zur Verbesserung der Überlebensfähigkeit. Mit leistungsstarken Motoren und vielseitigen Aufhängungssystemen sorgen sie für Mobilität in unterschiedlichem Terrain. Ausgestattet mit einer Reihe von Waffen, darunter Kanonen, Maschinengewehre und Raketen, bieten sie eine beeindruckende Feuerkraft. Heute wollen wir euch die 10 neuesten und interessantesten gepanzerten Fahrzeuge der Welt vorstellen. Cockerel EX. Der Cockerel EX ist ein gepanzertes Kampffahrzeug, das von der belgischen Firma John Cockerel hergestellt wird. Das 4x4-Fahrzeug hat eine Tarnkappenfunktion. Das Fahrzeug ist in der Lage, sich mit sehr hohen Geschwindigkeiten auf der Straße und im Gelände zu bewegen. Es ist leicht getarnt, integriert, eine Multisensor-Datenfusionstechnologie, intelligenter Helm, KI an Bord, Kameras, Sensoren, LWS, akustische Schusserkennung und Lokalisierung und ist in der Lage, eine Reihe wirksamer Waffen wie 25mm, 30mm, Raketen und Flugkörper je nach der zu neutralisierenden Bedrohung zu integrieren, sowie die Integration einer neuen Generation von Effektoren vorzusehen. Weitere innovative Aspekte betreffen das Waffensystem, das vollständig einziehbar sein wird, um seine Unauffälligkeit und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Das Fahrzeug wird schnell in der Luft, zu Wasser und zu Lande transportiert werden können. Ende 2023 wurde berichtet, dass das Abfangjägerfahrzeug der belgischen Armee am Sitz der John Cockerel Group in Belgien vorgestellt wurde. Cobra 4. Der private Panzerfahrzeughersteller Strike Group hat am 21. Februar 2023 auf der IDEX in Abu Dhabi das leichte gepanzerte Mehrzweckfahrzeug Cobra 4 offiziell vorgestellt. Mit mehr als 3 Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von lebensrettenden Verteidigungsanlagen hat sich das Unternehmen zu einem führenden Experten für multifunktionale Lösungen zur Friedenssicherung entwickelt. Dieses neue, vielseitige Fahrzeug ist eine moderne Adaption des bewährten Cobra-Modells des Unternehmens mit dem Schwerpunkt auf der Verschmelzung von städtischem Transport, Fähigkeiten für Recht und Ordnung und beeindruckender militärischer Geländegängigkeit. Der Cobra 4 eignet sich am besten für Spezialeinsatzkräfte, Antiterrorgruppen und taktische Aufklärungsteams, die in der Stadt fahren müssen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 3 Liter V8 Dieselmotor mit 225 PS. Der 80 Liter Tank ermöglicht lange Fahrten und das Automatikgetriebe sorgt für eine einfache Fahrt. Trotz seiner geringen Größe im Vergleich zu anderen gepanzerten Fahrzeugen entspricht die Panzerung der Cobra der Starnak 4569 Stufe 2. Bei Bedarf kann die Cobra mit einem um 360 Grad schwenkbaren Turm ausgestattet werden und ist für die Installation eines fahrzeuggestützten Angriffssystems geeignet. VN-17. Der in China hergestellte Schützenpanzer VN-17 wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Infanterieeinheiten gerecht zu werden. Er bietet ein hohes Maß an Feuerkraft, Schutz, Mobilität und Kommunikationssystemen für Mehrzweckeinsätze. Die Hauptbewaffnung des VN-17 besteht aus einer 30mm Maschinenkanone, einem koaxialen 7,62 Maschinengewehr und Red Arrow 12 Panzerabwehrlenkraketen, die auf beiden Seiten des Turms montiert sind. Der fortschrittliche unbemannte Geschützturm mit Elektroantrieb gewährleistet höchste Sicherheit für das Personal während des Kampfes. Der VN-17 ist außerdem mit einem bildstabilisierenden Feuerleitsystem mit automatischer Nachführwirkung ausgestattet. Der VN-17 ist mit einem wassergekühlten 4-Takt-Turbodieselmotor ausgestattet, der 883 PS leistet. Das Leistungsgewicht beträgt 21 Kilowatt pro Tonne und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Die VN-17-Panzerung bietet einen Rundumschutz gegen den Beschuss mit Handfeuerwaffen und Granatsplittern. Der Turm und die Fahrzeugwanne bieten das gleiche Schutzniveau und können auf die NATO-Starnak-Schutzstufe 6 aufgerüstet werden. Borsuk. Der Borsuk ist ein amphibischer Schützenpanzer, der von Huta Stalowa Wola, einem Teil der Polish Armaments Group, hergestellt wird. Er soll den BWP-1 ersetzen, der seit 1973 bei den polnischen Streitkräften im Einsatz ist, aber inzwischen veraltet ist. Der modulare Aufbau des Borsuk bietet nicht nur einen guten ballistischen Schutz, sondern auch die Flexibilität, Schaumstoffverdrängungsmodule durch schwere Panzerplatten zu ersetzen.
Diese Anpassung würde eine weitere Erhöhung des ballistischen Schutzes ermöglichen, allerdings auf Kosten der Amphibienfähigkeit und eines höheren Gewichts des Fahrzeugs. Das Fahrzeug bietet Platz für eine dreiköpfige Besatzung und kann zwischen 7 und 8 Soldaten befördern. Die Hauptbewaffnung des Borsuk umfasst eine 30mm Kanone, die etwa 200 Schuss abfeuern kann, und er ist außerdem mit Spike LR-Panzerabwehr-Lenkraketen ausgestattet. Ein 7,62 mm Maschinengewehr vervollständigt sein Arsenal und bietet eine Verteidigungsmöglichkeit gegen Infanteriebedrohungen an. Angetrieben wird der Borsuk mit einem MTU 8V199 TE120 Dieselmotor, der rund 820 PS leistet und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer auf der Straße und 8 Stundenkilometer im Wasser ermöglicht. Pars Alpha 8x8. Der Pars Alpha 8x8 ist ein gepanzertes Kampffahrzeug der neuen Generation mit verbesserten taktischen und kämpferischen Fähigkeiten, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Streitkräfte entsprechen. Der Alpha bietet Platz für eine 12-köpfige Besatzung, davon 3 in den Funktionen Schütze, Fahrer und Kommandant und 9 weitere in der Konfiguration eines Schützenpanzers mit ferngesteuertem Turm. Die Schutz- und Lebenserhaltungssysteme des Fahrzeugs weisen ein hohes Maß an ballistischem, Minen- und IED-Schutz auf, der nach Starnak 4569 klassifiziert ist. Die Hauptbewaffnung besteht aus einem 30mm oder 40mm Kettengeschütz und einer doppelläufigen Maschinenkanone, die durch ein 30 oder 40mm Rohr ersetzt werden kann. Die Sekundärbewaffnung besteht aus einem 7,62 mm Maschinengewehr oder einem 7,62 mm Kettengeschütz. Der Pars Alpha erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 115 Stundenkilometer auf der Straße, eine Kriechgeschwindigkeit von unter 5 Stundenkilometer und eine Reichweite von über 800 Kilometer. Patriot 2. Der Patriot 2 ist ein neues geschütztes Mobilitätsfahrzeug des tschechischen Unternehmens Excalibur Army, das zur Czech-Slovak Group SCG gehört. Er ist eine verbesserte Variante des mittelschweren gepanzerten taktischen Mehrzwecksfahrzeugs Patriot 4x4. Das gepanzerte Fahrzeug kann von den Streit- und Sicherheitskräften für Aufklärungs- und Patrouilleaufgaben, asymmetrische Kriegseinsätze und zum Transport von Waffensystemen für leichte motorisierende Einheiten benutzt werden. Das geschützte Mobilitätsfahrzeug bietet Platz für einen Fahrer, einen Kommandanten und 6 Soldaten. Es ist mit einer Klimaanlage ausgestattet, um einen reibungslosen Einsatz bei extremen Temperaturen zu gewährleisten. Das gepanzerte Fahrzeug ist mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet, die mit einer 20mm Maschinenkanone bewaffnet ist. Seine Konstruktion ermöglicht die Beförderung eines bemannten Turms mit Maschinengewehren von bis zu 14,5 mm Kaliber oder einer ferngesteuerten Waffenstation mit Kanonen von bis zu 20 mm Kaliber oder Granatwerfern. Das minenresistente Fahrzeug der Ambush Protected Klasse bietet bis zu Starnak Level 4 ballistischen Schutz und Level 3 Minenschutz. Die Patriot 2 kann eine Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern und eine maximale Reichweite von 700 Kilometern erreichen. XM30. Das XM30, Mechanized Infantry Combat Vehicle, ist ein Programm der US Army, das den Schützenpanzer M2 Bradley ersetzen soll. Das Fahrzeug ist Teil des Programms für die nächste Generation von Kampffahrzeugen. Das XM30 wurde entwickelt, um in Nahkampfsituationen einen entscheidenden Vorteil zu bieten. Er ermöglicht es, den Infanterieeinheiten der US-Armee, Ziele außerhalb der Reichweite des Gegners aufzuspüren und auszuschalten und so die Überlebensfähigkeit und Effektivität der US-Bodentruppen zu verbessern. Die Integration von Manöverrobotern und teilautonomen Systemen erhöht die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs auf dem Schlachtfeld. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um den Lynx XM30 mit 2 Besatzungsmitgliedern und einem dritten virtuellen Besatzungsmitglied zu betreiben, das ein Gebiet scannt, potenzielle Bedrohungen erkennt und die Besatzung benachrichtigt. Die Integration von KI in das XM30-Kampffahrzeug erhöht das Situationsbewusstsein und die Überlebensfähigkeit. Das Team Lynx entwickelt ein Infanterie-Kampffahrzeug, das den Bedrohungen auf aktuellen und zukünftigen Schlachtfeldern begegnen soll. In den Lynx XM30 fließen Waffen, Sensoren, künstliche Intelligenz und Systemintegrationskompetenz von Raytheon ein. ACV-30.
Am 1. Februar 2024 kündigte BAE Systems die Auslieferung der ersten repräsentativen Testfahrzeuge des amphibischen Kampfpanzers Amphibious Combat Vehicle 30mm Canon ACV 30 8x8 an das US Marine Corps an. Diese Entwicklung wird als eine wichtige Ergänzung der Fähigkeiten des Marine Corps angesehen, die darauf abzielt, die direkte Feuerunterstützung für abgesessene Marines zu verbessern. Der ACV-30 ist mit einem 30mm RT-20 Remote Turret System der Firma Kongsberg ausgestattet. Mit dem ferngesteuerten Turm entfällt der Platzbedarf von Legacy Lethality Systemen, er bietet mehr Platz für den Transport von Truppen oder einsatzwichtiger Ausrüstung und reduziert das Gewicht für eine bessere Mobilität. Der ACV-30 ist eine von vier Varianten der ACV-Fahrzeugfamilie. Das Fahrzeug bietet verbesserte Überlebensfähigkeiten wie sprengstoffresistente Wannen und energieabsorbierende Sitze. Es schützt die Insassen vor Minensprengung, improvisierten Sprengsätzen, Sprengköpfen mit kinetischer Energie, Kleinwaffenfeuer und Granatsplittern. Das Triebwerk ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 105 Stundenkilometern auf befestigten Straßen und eine maximale amphibische Geschwindigkeit von 11 Stundenkilometern. Die maximale Straßenreichweite des gepanzerten Fahrzeugs beträgt 523 Kilometer. AMPV. BAE Systems entwickelt ein neues gepanzertes Mehrzweckfahrzeug AMPV, das die bestehende M113 Fahrzeugfamilie ersetzen soll, die seit 1960 bei der US-Armee im Einsatz ist. Das Fahrzeug kann je nach den Anforderungen des Einsatzes in verschiedenen Konfigurationen angepasst werden. Es wird in fünf Varianten entwickelt, nämlich als Mehrzweckfahrzeug, medizinisches Evakuierungsfahrzeug, Einsatzleitfahrzeug, Mörsenträgerfahrzeug und medizinisches Behandlungsfahrzeug. Eine sechste Variante des Fahrzeugs wird ebenfalls entwickelt, um die Pioniervariante des M113-Fahrzeugs auf den Ebenen oberhalb der Brigade zu ersetzen. Der offene Ein-Mann-Turm des AMPV kann mit einer geschützten Waffenstation auf dem Dach ausgestattet werden. Die 7,62 mm oder 12,7 mm Maschinengewehre oder einen automatischen 40 mm Granatwerfer erteilt. Die komplett aus Aluminium geschweißte Wanne verfügt über einen verbesserten Unterbodenschutz, der die Überlebensfähigkeit erhöht. Vorne und auf beiden Seiten der Wanne sind explosivreaktive Panzerplatten angebracht, die Schutz vor Granatwerfern und Lenkmunition bieten. Das Fahrzeug wird voraussichtlich eine Höchstgeschwindigkeit von 61 Stundenkilometern und eine maximale Reichweite von 362 Kilometern erreichen. Ingua 3. Das ukrainische Rüstungsunternehmen Ingua hat sein neuestes gepanzertes Kampffahrzeug, den Ingua 3, vorgestellt. Der Ingua 3 ist ein gepanzertes Fahrzeug der MRAP-Klasse, das mit einem Deutz-Motor und einem Drehmoment von 1500 Nm und einer Leistung von 356 PS ausgestattet ist. Das Getriebe ist das automatische Allison-Getriebe. Die Bodenfreiheit dieses gepanzerten Fahrzeugs beträgt 450 mm, was zusammen mit dem zentralen automatischen Reifendrucksystem eine hohe Geländetauglichkeit gewährleistet, so das Unternehmen. Selbst wenn die Reifen durch Kugeln oder Trümmerteile beschädigt werden, ermöglichen die Run-Flat-Radeinlagen der Besatzung die Weiterfahrt. Die Panzerung des Monocoque-Kapselrumpfes ist kombiniert. Aluminiumelemente reduzieren das Gesamtgewicht des gepanzerten Fahrzeugs unter Beibehaltung des Schutzniveaus Starnak 4569 Standard Level 3 gegen Bedrohungen durch kinetische Energie, übliche Maschinengewehre und Scharfschützengewehre und Level 3A gegen Landminen. Die Liste der Aufgaben, für die er geeignet ist, ist breit gefächert. Vom Personal- oder Frachttransporter bis hin zum mobilen Brimstone-Werfer oder dem Fahrgestell für Rohrartilleriesysteme. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der unbemannten Kampffahrzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.